Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Session, in der wir mit den Work Package Leadern, den Verantwortlichen für die Arbeitspakete in GFBU, ein bisschen Rückschau halten wollen, über Highlights sprechen, aber auch die Stolpersteine nicht auslassen. Und dann bitte ich mal die Kollegen, einfach kurz hier Platz zu nehmen für den Einstieg. Ich bin ja, wie gesagt, Leiterin der Projektgeschäftsstelle für NFDI for Biodiversity und seit Januar auch die Geschäftsführerin von GFBio e.V., dem Verein, der von den Projektverantwortlichen gegründet wurde. Das erste Mal, dass du dich an die Zeit hältst. Cool, wa? Und werde in dieser Rolle ein bisschen das Gespräch führen und hoffe da auch noch das eine oder andere rauszubekommen von den Erfolgsrezepten aus diesem Projekt. Für die Tränen. Und bei mir auf der Bühne sind, eine Person haben wir virtuell zugeschaltet. Können wir den schon sehen? Jens, da nicht. Bin ich. Sehen tun wir dich noch nicht. Wir haben hier so einen kleinen Bildschirm, wo wir dich eigentlich betrachten können. Jens Nieschulze aus Göttingen. Für den, da ist er, wunderbar. Ist er. Hallo. In off. Ich stelle gerade noch mal alle kurz vor und dann können wir einsteigen. Jens Nieschulze von der Uni Göttingen für das Arbeitspaket 1, Outreach und User Engagement. Und dann gehe ich mal so ein bisschen durch nach der Reihenfolge der Arbeitspakete, so habe ich es mir nämlich gemerkt. Für das Arbeitspaket 2, und das muss ich immer nachlesen, Data Submission, Ingest, Archiving and Publication. Da haben wir Dagmar Triebel von den staatlichen naturkundlichen Sammlungen in Bayern und auch Frank-Oliver Glöckner, Uni Bremen-Marum und jetzt als Nachfolger von Michael Diepbroek, auch Leiter von Pangea. Für das Work Package 3, das ist Data Access and Analysis, genau, Anton Günsch vom Botanischen Garten und Museum in Berlin und Bernhard Seger von der Philipps-Universität Marburg. Und dann für das Arbeitspaket Management und Sustainability haben wir nochmal Michael Diepenburg, den wir gerade gehört haben, und auch Frank-Oliver Glöckner. Wir steigen ein mit einer kurzen Vorstellung. Worum ging es in den Arbeitspaketen? Fangen wir an mit Jens Nieschulze. Was waren eure Pläne in dem Arbeitspaket 1 und eure wichtigsten Leistungen, wenn du so zurückguckst? Ui. Ja, Arbeitspaket 1. Ursprünglich war es ja mal Arbeitspaket 3 und hieß User Services and Outreach. Geblieben ist der Outreach und dann das User Engagement. Und ich würde sowas ganz gern übersetzen, es ist jetzt also wird's ein bisschen Denglisch, Awareness and Literacy Building, also das Bewusstsein überhaupt bei den Leuten anzukommen und auch die Fähigkeiten irgendwie also zu erhöhen. Michael hatte das ja schon mal gesagt, also A hat auch schon mal auf diese Sprachprobleme hingewiesen und auch, dass GFBio ja nicht vom Himmel gefallen ist, also dass es Vorläuferstudien gab, dass es Umfragen gab, auch von der DFG finanziert. Also wir hatten schon mal ein erstes Verstehen, wo es denn vielleicht Lücken gibt. Also A, innerhalb der Projektpartner natürlich, aber auch außerhalb, auch organisatorische Lücken vielleicht. Und wo man halt entsprechende Rampen reinbauen könnte. Und GFBio war halt von Anfang an nicht so naiv im Sinne, da gab es das schöne 2009 Nature Paper, if we build it, they will come. also in diese Falle sind wir nicht gelaufen und haben gleich dieses Outreach gehabt und haben halt beschlossen, dass wir halt kommunizieren wollen, weil natürlich auch klar ist, also man kann halt nicht kommunizieren. Das Arbeitspaket umfasst halt fünf Tasks, hat die ganzen drei Phasen, fünf Tasks umfasst, die aber so ein bisschen variiert sind. Und die decken im variierenden Kontext diese zentrale Motivation, also das Awareness und das Capabilities Building ab. Und sie unterscheiden sich auch im Sinne, dass sie reaktiv sind, wie zum Beispiel eine Helpdesk, wo man sich dran wenden kann. Aber auch proaktiv, wo wir also zum Beispiel GEPRIS gescraped haben und ein Shortlisting von Projekten und Kaltakquise. Also haben wirklich zum Telefonhörer gegriffen und haben mit Leuten geredet und daraus ist dann irgendwann das Konzept der Roadshows entstanden, wo man dann wirklich in größere AGs sind. Und ähnlich diesem einen Tenor von Michael, dass halt das Project-Team von GFBio, als aber auch unsere Zieldisziplin natürlich von die verschiedensten Hintergründen haben wir ziemlich
schnell und ziemlich wiederholt festgestellt, dass wir häufig über das Gleiche reden, aber unterschiedliche Wörter benutzen und dass wir auch häufig die gleichen Wörter benutzen, aber über verschiedene Dinge reden. Und das ist natürlich dann, wenn man im Outreach, in der Kommunikation ist, nochmal eine besondere Herausforderung. Und wir haben uns gedacht, also wie kriegen wir das irgendwie rausgelöst und haben dann, ich mag das manchmal etwas formalisiert, und haben uns so ein Modell genommen und angepasst und für GF Bio gebrandet, den sogenannten Data Lifecycle, der ja auch häufig also auf der Website featured und auch nach außen. Schlichtweg, weil wir so klar an den Einzelschritten das runterbrechen konnten, was wir wollen und auch was wir nicht wollen. Und konnten halt so dann wirklich dann uns einigen auf Projektziele, die aber natürlich auch über die Zeit nicht fix waren und sich entwickelt haben. Welche Kernmessages wir eigentlich rüberbringen wollen und davon abgeleitet, welche Maßnahmen wir dann treffen, um halt wirklich also die Leute draußen, unsere Nutzer, unsere User zu erreichen und ja, was sagt man, engage, also einzubeziehen, also in die Arbeitsabläufe. Und das natürlich differenziert nach den unterschiedlichen Zielgruppen, die wir dann auch noch entwickelt haben. Dass das zum Beispiel ganz angebracht ist, fand ich mal, also ich hatte mal ja, schon eher eine lustige Begegnung nach einer Vollversammlung, die ich von einem Großprojekt, wo ich vortragen durfte, hatte ich danach eine Diskussion, jemand kam zu mir und meinte, was soll das eigentlich, wieso macht ihr mit GF Bio jetzt schon wieder eine Datenbank, wir haben doch Pangaea. Wohlgesagt, nachdem ich vorgetragen hatte und auch die verschiedensten Player, und da dachte ich mir so, gut, da habe ich wohl das nicht richtig gemacht und muss in Zukunft noch klarer strukturieren. Und in dieser ganzen Kommunikation hat mich, also ich persönlich so gesagt, also für mich so diese drei Ziele, also einmal diese Bewusstseinsbildung, also kognitiv, dass die Leute überhaupt wissen, wovon wir reden, die Einstellung, also emotional, dass sie sagen, aha, trusted partner, das ist gut, GF Bio ist gut, auch diese Alliteration. Aber wir wollten natürlich auch als Ziel das Verhalten ändern, also Activating Goal, also in dem Sinne, dass auch vielleicht DMPs gute Practice wären, Datenpublikation und mittlerweile, dass es halt Fair Data Management praktiziert wird, lokal, wie aber auch vielleicht innerhalb der Disziplinen. Ja, und innerhalb von WP1, ich möchte mich da nicht zu weit rauslegen, aber es gibt diesen schönen Satz, we stand on the shoulders of giants. Und diese Giants, das ist für mich das gesamte GF Bio-Team, weil wir können nicht alleine, wir sind immer in den Disziplinen unterwegs, wir sind nicht IT-Techies, die dann im stillen Kämmerlein sind und nur zwei, drei Leute reden mit den Leuten. Wir sind einfach nur ein kleiner Teil, der nochmal explizit in die Kommunikation gegangen ist und als solcher standen wir wirklich auf diesen Ergebnissen von unserem Projektteam und dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Die wirklichen Highlights, es gibt ja noch eine Poster-Session, da würde ich euch gerne dran verweisen. Ich betreue das Poster, lade dazu herzlich ein. Wir haben also welche Maßnahmen wir gemacht haben, wie viele Hunderte bis zu Tausende Leute wir erreicht haben, welche Publikation, was gewirkt hat, was vielleicht nicht so gewirkt hat, wo wir noch denken, wo wir noch für uns verbessern hätten können. Und hier damit möchte ich mich dann auch schon für die Aufmerksamkeit bedanken. Ganz besonders möchte ich mich für mein wunderbares Team über die drei Phasen bedanken, die eine wirklich familiäre Arbeitsumgebung ermöglicht haben. Das hat wirklich Spaß gemacht und natürlich bei der DFG, die das Ganze finanziert hat. Ganz herzlichen Dank, Jens, für den Hinweis nochmal auf die Poster-Session. Das ist wirklich sehr wertvoll, da nochmal reinzuschauen und diese Vielfalt an Ergebnissen nochmal nachzulesen. Das war WP1, die aufgebaut haben auf den Ergebnissen und Services der anderen Arbeitspakete. Dagmar, ich gebe mal an dich weiter für WP2. Ja, also Frank Oliver und ich haben WP2 über die Jahre geleitet. Vorher in den Phasen 1 und 2 war das noch in mehreren Arbeitspaketen aufgeteilt. Daher kommt dieser komplizierte Name, ja, der sich bietet. Das Arbeitspaket bildet sehr schön diese Heterogenität und diese verschiedene Herangehensweise an die Daten ab. Es fokussiert auf das Datenmanagement, auf den gesamten Datenfluss aus dem Blick der Datenlieferanten,
Datenprovidern. Und Datenlieferanten waren im GfBio-Kontext die Forschung, die Forscher, die DFG-Forscher, das war ja die ursprüngliche Intention, aber es waren auch Sammlungsdatenrepositorien, die aus ihrem Background heraus Daten mobilisiert haben und dem Netzwerk zur Verfügung gestellt haben. Das Arbeitspaket 2 umfasste 10 der 20 Partner in GfBio. 8 Partner waren aus den sogenannten Datenzentren, Datenrepositorien, die vor allem aus dem Sammlungsbereich kamen, naturhistorischen Sammlungen, Kultursammlungen, aber auch Pangea umfasste und als mehr angeschlossener externer Partner ENA und zum Schluss von diesen 7,5 Jahren auch IPF als Datenrepositorium. Und ENA, das sind, glaube ich, alle Fachleute im Publikum, aber nur noch mal, das ist die... Das Repositorium für molekulare Daten. EBI in Hengsten. Genau. Bitte? Ja. Europäische... EBI in Hengsten. Ja, European, ja, European Nucleotide Archive oder sowas. Ja, ne? European Nucleotide Archive. Ah, ihr seid super. Also die Experten sitzen da rechts von mir. Ja, es sind ja auch viele, viele molekulare Daten. Ja, es hatte 3 Arbeitspakete. Das eine, da waren die Mitarbeiter eben an diesen Datenrepositorien ansässig, die sich um Kuration, Datenkuration auf dem gesamten Weg, Daten rein müssen kuratiert werden, Daten in den Repositorien bis zur Datenpublikation, Daten archivieren müssen, an verschiedenen Stellen manuell kuratiert werden. Also das war das Arbeitspaket Datenkuration. Dann gab es ein Arbeitspaket, die technische Infrastruktur des GfBio-Netzwerkes im Zuge der Submission aufgebaut hat und das User Helpdesk. Und ein drittes Arbeitspaket, was auf die entwickelten Strukturen oder verbesserte Infrastruktur der Datenrepositorien geblickt hat und die evaluiert hat und zu einer Zertifizierung, zu einer Dokumentation der aufgebauten Struktur und zu einer Zertifizierung gelenkt hat. Also das war so die Grundstruktur. Wir hatten wie alle Partner das Problem Daten- und Metadatenstandards. Wir haben rumgeblickt, was gibt es alles in diesen 10 der 20 Partnern. Das war eine Menge. Wir reduzierten das dann, sodass am Ende GfBio sich auf die meistverwendeten und allgemein bekannten Metadatenstandards in diesen Netzwerken reduziert hat, was dann ungefähr 3 bis 4 waren. Transformation haben wir als Thema erkannt. Datentransformation muss habe ich von der inhaltlichen Seite schon angesprochen, muss auch von der technischen Seite beim Reinkommen, beim Handeln in den internen Datenmanagementsystemen, aber auch dann bei der Datenpublikation spielt eine große Rolle, ist partnerspezifisch und wir haben an dieser Front sehr gute Dokumentation und sehr gute Professionalisierung der IT durchführen können. Ein Ticketsystem wurde aufgesetzt, was uns sehr geholfen hat, miteinander in Kontakt zu bleiben und die Dokumentation zu optimieren. Und Zertifizierung habe ich schon angesprochen. Auch ein Media-Wiki-basierte Dokumentation spielte eine große Rolle. Zu den Highlights, auch da möchte ich nur sagen, wir haben 4 Poster zu abgestimmten Workflows und Datenpipelines, wo ich alle hoffe, dass Sie sich die anschauen, entweder virtuell oder eben hier vor Ort. Die mobilisierten Daten waren am Ende sehr viel. Ich denke, Janine wird dann noch einen Überblick über Zahlen geben, deswegen halte ich mich hier zurück. Aber wie gesagt, sie kam aus dem Umfeld der beteiligten Organisation und aus den Forschungsprojekten der DFG.
Stolpersteine habe ich hier auch noch mal mir ausgedacht, obwohl man die gerne natürlich nicht wahrnehmen will im Nachhinein. Gott sei Dank verdrängt man ja vieles. Hinderlich war vor allem eben der Projektcharakter von GF Bio, der uns immer wieder auf die Füße gefallen ist. Personal hat gewechselt, neues Personal musste eingearbeitet werden. Und wie ja schon aus meinen Worten deutlich wurde, es ist nicht, die Einarbeitung geschieht dann nicht in einer Woche, sondern das dauert vielleicht ein halbes Jahr, bis die nächsten Leute eingearbeitet sind. Also die Länge der Anstellungen. Eben Engpässe in Person und das große Thema fehlendes Verstetigung der Services. Ja, und trotz allem, was wir erreicht haben, besonders muss an der Fairness und der Nachnutzbarkeit der Daten weitergearbeitet werden. Wir haben zwar im Metadatenbereich, Metadatenstandard einiges und Großes geleistet, haben uns auch die Forschungsdaten an sich in manchen Bereichen ganz gut angeschaut, aber das muss noch wesentlich tiefergehend durchgeführt werden, um diese Daten dann wirklich für Forscher nachnutzbar zu machen. So, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ein hehres und langlebiges Ziel. Ja, ein langlebiges Ziel. Ja. Ja, das klingt schon so, das ist ja wie eine Unternehmung hier, die in 8 Jahren aufgebaut wurde mit Projektmitteln, also man hat ein Marketing, man hat die Daten, man hat Harmonisierung von Arbeitsweisen der Datenlieferanten. Und wie sieht das im Bereich Zugang und Technik aus, Bernhard und Anton, da habt ihr in dem Arbeitspaket Data Access and Analysis einiges erarbeitet. Korrekt, wir waren so ein bisschen die Techies, so beschrieben. Und wir mussten uns dann natürlich auch reinfinden in die ganze Umgebung, Birgitta König-Ries, Anton. Wir haben da zusammen das vorangebracht. Vielen Dank dafür. Ich wollte diesen Begriff Nachnutzbarkeit einfach mal aufgreifen, weil GF Bio war ja am Anfang eher so gedacht, na, das ist ein Archivierungsprojekt. Wir wollen unsere Daten möglichst gut archivieren. Und ich habe immer so das Fähnlein hochgehalten, aber wir müssen auch zusehen, dass wir im Prinzip die Daten wieder an die Nutzer bringen. Und wir brauchen eine Visualisierung, wir brauchen eine Suche, wir brauchen Services wie die Transformation der Daten, weil die Benutzer, die die Daten abgeben und die Benutzer, die sie dann finden wollen, die haben ganz andere Datendenken, ganz andere Datenmodelle und wir wollen die doch den Nutzern so bringen, dass sie auch die Daten verstehen. Ne? Deshalb ist die Transformation und die Terminologie-Services von Anton so wichtig. Ne? Und genau das beschreibt das Arbeitspaket 3. Ja? Wir sind dafür da, die Services, die digitalen Services nach außen auch zu geben, ne? Suche, ne? Die Visualisierung, die Analyse, die wir den Benutzern an die Hand geben, damit sie auch vielleicht Lust haben auf die Daten und irgendwann mal gucken können, wie sehen überhaupt die Daten da aus in diesen Archiven. Ach, da kann man auch noch mal was mitmachen. Ach, da kann man vielleicht die Daten auch miteinander kombinieren. Ach ja, das sind ja ganz tolle Beziehungen zwischen den Daten auch. So ein bisschen Appetit zu machen und natürlich im Prinzip dann auch die Daten wieder für ihre Zwecke auch runterzuladen, also in ein richtiges Datenmodell zu bringen. Idealerweise ist natürlich auch am Anfang schon wichtig, das zu tun, dass man natürlich, wenn die Daten ankommen, man prüft, habt ihr auch die Daten in dem korrekten Modell beschrieben? Ne? Das ist ja auch nicht die Regel. Ne? Also auch das ist im Prinzip Terminologie-Service, der uns dabei sehr stark geholfen hat. Ne? Also positiven Dinge aus WP3, das sich ja auch erst in der dritten Phase so formiert hat, ist, wir haben Services und die Services laufen alle stabil. Und auch über die letzten paar Jahre, wenn man auf die GFBio-Seite geht, ne, kann man suchen, man kann im Prinzip visualisieren und die Services für Terminologien und so weiter, die sind auch im Hintergrund, laufen die alle auch stabil und sind nutzbar. Es hat aber auch eine lange Zeit gebraucht. Da kommen wir auf den Punkt, was waren so ein bisschen Probleme. Wir haben natürlich, letztendlich ist das, was wir gemacht haben, auch zu verstehen als ein Softwareprojekt. Und das Softwareprojekt hat aber Herausforderungen. Meistens
vielleicht stärker von der Biologie-Seite oder von der Biodiversitätsseite sehen Softwareprojekte als ein Python-Skript an. Ja? Das ist es aber nicht, weil wir haben eine sehr komplexe Infrastruktur. Wir mussten verschiedene Dinge zusammenbringen. Wir haben ein verteiltes Team gehabt, die sich synchronisieren mussten. Und da hat es am Anfang doch auch geknirscht, weil da hat jemand eine Änderung in Hohen Norden gemacht, sag ich mal, und dann hat es im Süden geknirscht. Und wir wurden halt nicht informiert. Ne? Also man musste sich erst da zusammenfinden und sehen, ach, da gibt es Abhängigkeiten. Ja? Das hat und natürlich auch die langen Technologiediskussionen, die nicht alle genervt haben, immer wieder kam es dazu, müssen wir das nicht so machen, weil jeder weiß natürlich besser, wie es geht und will den anderen das natürlich vermitteln, wie die Laufrichtung ist. Ja, und dazu mussten wir erstmal finden, dass das auch konvergiert zueinander. Ne? Aber letztendlich hat es ja auch funktioniert. Wir haben diese Services, die funktionieren und die werden ja auch weiterleben in NFDI for Biodiversity. Ne? Alle, was ich da genannt habe, Terminologie-Service, die Suche und auch die Visualisierung und Analyse, die werden als zentrale Service in NFDI for Biodiversity auch da sein. Ne? Ich wollte nochmal die einzelnen Punkte, vielleicht kann auch Anton da nochmal was ergänzen, wie es weitergeht, sagen. Also wir hoffen natürlich, dass diese Services da weiterentwickelt werden. Birgitta sieht halt Möglichkeiten, noch die semantische Suche weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn man sucht, derzeit bei uns ist es so, dass man Suchbegriffe eingibt. Das ist ja auch schön gut, aber es wäre natürlich viel besser, wenn man wüsste, wer sucht denn, welche Person sucht denn hier und gibt es im Prinzip schon Möglichkeiten, die Suche noch so zu verändern aufgrund des persönlichen Profils. Ob das ein Geograf ist oder ein Biologe, wird die Suche maßgeblich unterscheiden, obwohl die gleichen Begriffe genannt wurden. Das charakterisiert so ein bisschen die semantische Suche und wir versprechen uns dann natürlich sehr viel davon, so wie sich die großen Player Google auch letztendlich so eine semantische Suche aneignen. Man hat sich ja selber schon mal gewundert, warum findest du andere Dinge als ich, wenn beide die gleichen Suchbegriffe eingeben. Das hängt daran, dass semantische Suche einfach ein wichtiges Thema ist bei so einer Suchinfrastruktur. Das andere ist im Prinzip, was meine Arbeitsgruppe in Marburg betrifft, war die Nachhaltigkeit. Das war auch eine lange Diskussion gewesen und wir haben uns entschieden für einen sehr ungewöhnlichen Weg. Wir haben praktisch eine Ausgründung gemacht. Wir haben mit GeoEngine praktisch ein Unternehmen gegründet inzwischen. Das ist im Prinzip dieses FET-System, das halt nicht nur für das, und das war ein Auftrag auch in GFBio 3 gewesen, wir sollten das FET-System so ein bisschen rauslösen aus GFBio und anderen zur Verfügung stellen. Und jetzt nutzt das Geobon, in Eurobon, in Natur 4.0, diverse Projekte nutzen das schon als Datenportal, also als Software für Datenportale, ne? Aufzubauen, so wie wir das schon in GFBio auch gemacht haben. Und das ist natürlich sehr schön und ich hoffe, dass dieses Konzept, diese Idee Nachhaltigkeit durch Ausgründung auch klappt, ne? Weil wir als Universität sehe ich die einzige Chance drin, mein Wissen der Arbeitsgruppe da drin zu konservieren. Wir haben kein Helmholtz-Institut hinter uns und wir haben kein Fraunhofer. Also von daher war das die einzige Möglichkeit, die Expertise, die wir auch angeeignet haben, darin im Prinzip weiter leben zu lassen. Damit verbunden, Anton, möchtest du nochmal zur Weiterentwicklung von Terminologie-Service, geht ja, ihr habt keine Ausgründe, aber natürlich, dieser Terminologie-Service wird extrem wichtig werden in NFDI for Biodiversity. Das wird ein ganz tolle Sache werden und du hast angegeben, naja, man könnte noch mal an der Performance arbeiten und solchen Dingen habe jetzt noch mal, aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ja, du hast ja schon so viel gesagt. Ich, ja. Also jetzt ohne in die Details zu gehen, denn die Terminologiedienste werden ja von Herrn Paschke an der Freien Universität entwickelt. Ich glaube, generell kann man sagen, es ist gelungen, in diesem Arbeitspaket gut abgegrenzte Produkte und Dienste anzubieten, die auch in Open-Source-Projekte überführt wurden und insofern bereit sind, weiter genutzt und weiterentwickelt zu werden.
Sie werden im Kontext von NFDI nachhaltig betrieben werden, erst einmal. Ich glaube aber, dass im Prinzip die Richtung eingeschlagen werden muss, dass diese Dienste vergrößert werden müssen. Wir müssen im Prinzip Partner finden, national, international, national im Rahmen von NFDI, international im Rahmen von Kooperationen mit anderen Infrastrukturen, diese Dinge weiterzuentwickeln, zu vergrößern. Ansonsten werden wir immer die Schwierigkeit haben, dass wir im Prinzip im kleinen Rahmen Nischenprodukte haben, ne? Häppchenweise im Prinzip im Rahmen von Projekten und so weiter den Betrieb sicherstellen müssen. Und die Vergrößerung würde uns die Möglichkeit bieten, eine gewisse Unabhängigkeit von diesen Häppchen zu erreichen. Also da sehe ich die große Herausforderung, aber eben auch die große Chance. Also für die Terminologiedienste kann man das auf jeden Fall sagen. Da haben auch Initiativen begonnen, die genau das herstellen sollen, diese Verbreiterung. Für die Datentransformationsdienste, die bei mir entwickelt wurden, gilt das ganz genauso. Im kleinen Rahmen kann man das natürlich weiter betreiben, aber so richtig wirksam wird es, wenn wir es vergrößern und Kooperationen eingehen. Und die Unternehmensgründung, die du genannt hast, geht ja auch eigentlich in diese Richtung der Vergrößerung. Und für die Portaldienste gilt das wahrscheinlich in gleicher Weise. Ja, vielen herzlichen Dank auch für den Überblick und den Ausblick auch ein Stück weit auf das, was mit diesen entwickelten Produkten. Und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Wort. Das sind ja Open-Source-Produkte, aber sobald man in Produkten denkt, will man natürlich auch über ein Projekt hinaus solche Ergebnisse dann verstetigen. Und in dem Arbeitspaket Organisation und Management, Michael, Frank Oliver, ihr war das sicherlich neben dem Zusammenhalt in diesem Netzwerk und den organisatorischen Fragen, dem Projektmanagement auch viel ein Thema. Wie kriegt man die Langfristigkeit da rein? Und ihr seid ja beide, Michael ist Vorsitzender gewesen von GFBio e.V., Frank Oliver ist jetzt der Vorsitzende. Das ging alles so ein bisschen ineinander auch, ne? Mit dem Projekt und der Vereinsgründung. Ja, vielleicht also zur Nachhaltigkeit, ich habe das ja kurz also in dem Vortrag auch schon so angedeutet. Das war tatsächlich also unsere größte Sorge, solange man jetzt noch sagen konnte, es geht von einer Phase in die andere. Hat man das Thema natürlich immer so ein bisschen auch verschieben können. Ne? Wir haben also auch parallel natürlich also an Geschäftsmodellen gearbeitet und das basierte mehr oder weniger auf der Erfahrung also von Pangea auch aus vielen Jahren. Deswegen hatte ich also auch nochmal diese ganzen Wissenschaftsprogramme also auch gezeichnet, woran sich eben halt also die Förderer also national, international also auch orientiert haben. Und alle haben im Prinzip also auch einen gewissen Data Management Code bereits drin gehabt, also sodass wir also auch immer Gelegenheit hatten, Teil dieser Projekte zu werden. Das heißt also, wenn man integraler Bestandteil wird von einem wissenschaftlichen Programm, dann hat man zwei Vorteile. Erstens, man bekommt Geld für das Datenmanagement und zweitens eben halt, also man arbeitet sehr nah an der Wissenschaft dran. Das heißt also, man kann wirklich mit den Leuten direkt reden. Jens hat das ja in seinen Ausführungen ja auch angedeutet. Das ist sehr viel mehr wert, als wenn man jetzt also irgendwelche Vorgaben macht und hofft, also, dass sich irgendwas tut. Nur, wir haben uns dann überlegt, also wir haben dann so also Betrachtungen auch gemacht, wie viele Projekte werden eigentlich also jährlich finanziert von der DFG in unserem Bereich und sind irgendwie, ich weiß nicht, also auf irgendetwas von 30 Millionen oder so etwas, Gesamtfördersumme irgendwie gekommen. Also nur DFG, nicht BMBF. Und und darauf basierend noch so eine Hausnummer, die also immer so zirkuliert würde, naja, man kann also so 5% etwa kann man schon also mit rechnen, dass man einen Share bekommt in diesem Wissenschaftsprogramm. Ist das so? Erstens ist das hochkompetitiv. Also die Wissenschaftler, die rangeln ja selber um das Geld. Und wenn sie dann noch, also egal ob das 5% sind oder nur 3% davon abgeben müssen, also für Datenmanagement, was sie also in erster Linie gar nicht verstehen, warum man das braucht, dann ist das natürlich also eine nicht so gute Situation. Das Zweite war halt, dass viele dieser Projekte sehr klein sind.
Also Normalverfahren, also das ist dann irgendwie 100.000, 200.000, 300.000, irgendein Doktorand eben halt, also der mit seiner Arbeit da gefördert wird. Das heißt, man bekommt dann Milliarden an Projekten und das ist dann allein schon verwaltungstechnisch ist das dann schon ein Albtraum. Und dann kam noch hinzu, dass eben wir auch diesen Apparat eigentlich gar nicht hatten und wir kamen an diese Informationen auch nicht ran. Und insofern, also wie jetzt in diese vielen Projekte überhaupt reinkommen. Wir haben dann so ein paar größere von denen, also Forschergruppen und so weiter, haben wir dann also doch also begleitet auch. Es sind auch teilweise sind da auch Mittel geflossen und so, aber es reicht natürlich nicht, um jetzt so ein Konsortium mit 20 Partnern irgendwie also weiter zu befördern, nachhaltig zu machen. Also das war unser größtes Problem und als wir dann also uns entschieden hatten, also diesen Verein zu gründen, das ist natürlich, also das war wirklich ein guter Schachzug, den wir da gemacht haben. Da haben wir dann den Verein also auch als förderwürdig bei der DFG angemeldet. Das hat auch geklappt, aber ich meine, Jörg weiß das sehr gut, andere wissen es auch sehr gut, was das für Probleme sind. Wenn man gemeinnützig unterwegs ist da, dann ist man auch ganz schnell eben halt also bei der Mehrwertsteuer und dann hat man plötzlich also nicht eben halt also einen Finanzbedarf also von sagen wir 5%, sondern braucht man 10%, um die Kosten zu decken. Also das sind alles so diese Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten da. Auf die anderen Sachen gehe ich jetzt gar nicht ein. Ich habe das als kreative oder emotionale Dialektik irgendwie abgeteilt. Ja. Ich meine, also Bernhard hat es auch noch mal kurz gesagt, also diese endlosen Diskussionen um bestimmte Technologie-Stacks, die eben halt also zur Anwendung kommen oder auch nicht und so. Ich möchte mal sagen, also im Ergebnis ist das auch gar nicht so wichtig. Mhm. Das Wichtige ist daran, also dass wir die Probleme erkannt haben am Ende und dass wir wissen eben halt so, wie es weitergeht. Weil letztendlich ist ja das ganze Projekt und ist genauso jetzt mit NFT for Bio, das ist ein Moving Target. Das heißt, wir können nicht jetzt sagen, was in 5 Jahren irgendwie tatsächlich dann gebraucht wird. Hm. Unter Umständen also werden Dinge ändern sich. Das heißt, letztendlich also die strategische Ausrichtung, was ist unsere Zielsetzung? Das war eigentlich immer auch das, also was vom Management her, ich glaube, das war immer unser heiligstes Anliegen, ne? Dass wir in der Spur sind, sozusagen. Ja. Vielleicht noch eben, was Michael schon gesagt hat, das Damoklesschwert, das sozusagen über jedem Projekt natürlich liegt, ist eben die Nachhaltigkeit. Es ist jetzt x-mal zur Sprache gekommen, aber es ist ja tatsächlich so, es sind zwei Dinge natürlich an der Stelle. Das erste ist die Finanzierung, nach dem Motto, wie halte ich meine Leute, wie kann ich die Expertise halten und spezielle Infrastrukturprojekten, die ja prinzipiell gedacht sind, nicht nur über 3 Jahre, sondern über 30 Jahre zu laufen, ist natürlich das absolut essentiell. Und das andere ist das Vertrauen der Nutzer. Warum soll denn ein Nutzer uns Daten geben? Weil die Frage kam, glaube ich, häufig, und Jens kann mich ein Lied davon singen, warum soll ich euch meine Daten geben, euch sozusagen überhaupt mit euch unterhalten? In 2 Jahren seid ihr vielleicht weg. Das ist ja Arbeit für mich. Und das im Prinzip zu lösen, ich würde nicht sagen, dass wir es jetzt geschafft haben, aber wir sind auf dem Weg, wo wir generell für Deutschland eine Ideen generieren, wie man nachhaltig föderierte Infrastrukturen dauerhaft betreiben kann. Und die jetzt hier mit Denby noch zu tun haben, können ein Lied davon singen, wie gerade versucht wird, von der Politik über Helmholtz ein föderiertes System in eine, ich sage mal, zentralistisches System zu überführen und wie wir uns dagegen wehren, weil wir das eben nicht als zielführend für die Nutzer sehen am Ende des Tages. Und wir werden jetzt schauen müssen, wie wir das mit GF Bio, /NFT for Biodiversity, haben wir jetzt eine gewisse, wie hast du es genannt, Karenzzeit bekommen, nochmal eine gewisse... Schonfrist bekommen, weil wir eben nochmal Geld bekommen haben. Aber die Frage natürlich steht im Raum, wird am Schluss die NFDI als Ganzes wie verstetigt? Das ist ja eine 5-5-Jahres-Förderung im Moment, also 10 Jahre sind halbwegs sicher, mit gewissen Evaluierungen natürlich. Und wie geht es dann in die Dauerhaftigkeit? Und das wird ein großes Thema sein.
wo wir, glaube ich, mit GF Bio schon auch gezeigt haben, mit dem Verein, ich denke, es ist, und es gab auch einige Widerstände, muss man auch sagen, also wir haben den Verein privat gegründet, mit einem institutionellen Mitglied, die GWG an der Stelle, und erst dann sozusagen kamen dann die Institute dazu, jetzt haben wir über 30 Institute im Verein, weil da auch eine gewisse, sagen wir mal, ja, Skepsis da war. Was ist denn so ein Verein? Was tut denn der? Da bewegt sich was außerhalb des wissenschaftlichen, klassischen wissenschaftlichen Förderungssystems. Inzwischen, NFDI-Verein, Denby-Verein haben wir gerade gegründet. Da gibt es ein gewisses Modell, da gibt es eine gewisse Struktur und wir müssen jetzt sehen, wie wir da weitermachen, um wirklich die Nachhaltigkeit für NFDI, für Biodiversity dann auch zu sichern. Weil ohne die wird, glaube ich, sind wir wieder am Anfang, das Vertrauen der Nutzer nicht dauerhaft gegeben sein. Und da, denke ich, haben wir einiges geleistet, einige Stolpersteine überwunden, inklusive der Thema, wie gehe ich mit der Steuerbefreiung um und was darf ich nicht. Und Barbara ist das beste Beispiel, Geschäftsführerin des GF Bio e.V., die direkte sozusagen Konsequenz unseres Tuns. Wir haben jetzt einen funktionierenden Verein mit, glaube ich, aktuell 12 Angestellten. Das ist auch eine Steigerung über die letzten Jahre von 3 auf 12 innerhalb von einem Jahr, als ich NFDI, und einer ganz anderen Struktur, natürlich auch einer ganz anderen, wirklich einen funktionierenden Arbeitgeber letztendlich. Und darauf können wir, glaube ich, stolz sein. Auf jeden Fall. Ja. Ja, vielen Dank. Also jetzt haben wir einen schönen Überblick über die Arbeitspakete und das, was da entstanden ist in diesem GFBio-Projekt. Das ist irgendwie, klingt das für mich wie so ein, also einerseits so ein Entwicklerkollektiv über Deutschland verteilt und ein bisschen auch so ein Betreiberkollektiv, oder das soll es eigentlich mal werden in dem Verein, ne, wenn man die Services gemeinsam aufrechterhalten will, sich mit den Einrichtungen, den beteiligten Einrichtungen jetzt nicht nur als Projektverbund, sondern eben auch in dem Verein nochmal zusammentut. Aber finanziert werden muss natürlich das Ganze. Mit der NFDI gibt es ein bisschen Schonfrist, aber auch einen sehr viel größeren Verbund, der jetzt integriert werden muss. Und deshalb wollte ich noch einmal mit euch so ein bisschen zurückgucken. Ihr wirkt jetzt sehr verbunden durch diese gemeinsamen Erlebnisse, ne? Aber wir haben auch schon gehört, dass das... Prostet hin. Und durch das auch das Gemeinsame Geleistete. Aber wenn man nochmal so zurückguckt, 2013, 14, wir haben schon gehört, dass es da auch einiges an Auseinandersetzungen gab. Storming, vom Storming zum Performing. Wie war das mit der Netzwerkbildung? Wie habt ihr das damals erlebt? Anton, du hattest, glaube ich. Ja, also die Frage der gemeinsamen Sprache scheint ja viele zu bewegen. Also ja. Es kam heute Morgen, ich habe nicht genau mitgezählt, aber mindestens 4-mal wurde das erwähnt, die Sache mit der gemeinsamen Sprache. Und wenn man so einen Schritt zurücktritt und jetzt erstmal die Sprache beiseite lässt, sieht man ja, dass dieses Konsortium, das GF-Bio-Konsortium, ohnehin komplex ist. Es sind, ich glaube, ungefähr 20 Institutionen waren beteiligt. Ja. Und ich habe heute Morgen im Wiki nachgeguckt, wie viele Personen eigentlich hinter diesen 20 Institutionen in GF-Bio stehen. Und das waren über 100, die da also angefangen haben, miteinander zu interagieren. Und das ist eigentlich, würde man sagen, nach demokratischen Prinzipien nicht zu managen. Aber es ging eben doch. Aber hinzu kam dieses Sprachproblem. Und das ist, da geht es eben nicht nur um Begriffe und Synonyme oder Homonyme, wie Jens gesagt hat, sondern es geht im Prinzip auch um verschiedene Herangehensweisen aus verschiedenen Fachrichtungen heraus. Und das sind oft Fachrichtungen, die vorher nicht miteinander gesprochen haben. Das gilt schon innerhalb, ich komme ja aus einer taxonomischen Institution, das gilt schon innerhalb so einer relativ kleinen Fachrichtung wie die Taxonomie, wo die Zoologen nicht mit den Botanikern reden und die Insektenleute nicht mit den Bodenzoologen oder so. Das sind also ganz in sich abgeschlossene Communities. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und in GF Bio kochten diese Sprachprobleme, Kulturprobleme in vielen Diskussionen anfangs sehr
sehr heftig hoch. Ich erinnere mich, ich darf jetzt hier keinen im Raum anblicken, ich erinnere mich an eine Sitzung, wo jemand vorgeschlagen hat, dass die Vergabe von Identifier für Datenobjekte eigentlich komplett überflüssig wäre, denn die Objekte sind ja durch ihre Metadaten beschrieben. Das muss man jetzt nicht im Einzelnen verstehen, aber da haben die Informatikerinnen und Informatiker im Raum Schnappatmung bekommen und es hat sehr lange gedauert, das auszubügeln. Und so gab es viele andere Themen über Portalfunktionen, über Daten versus Metadaten und so weiter, wo viel diskutiert werden musste. Und das Schöne ist, am Ende des Tages sitzen wir hier mit einer gemeinsamen Vorstellung, einer gemeinsamen Roadmap in NFDI und agieren jetzt als eine Community. Und das, glaube ich, haben andere Communities noch vor sich. Also wenn man in diese NFDI insgesamt guckt, in die verschiedenen NFDI-Konsortien, die stehen am Anfang eines Prozesses, den wir hinter uns haben. Und das ist aus meiner Sicht ist das großartig und macht wirklich Hoffnung für die Zukunft und die weitere Entwicklung von NFDI for Biodiversity. Ja, die teile ich sehr. Das ist einfach ein Startkapital jetzt auch für dieses vergrößerte Netzwerk. Ja. Genau, und ich denke, die sich noch erinnern, die der ersten Evaluierung, also Michael hat es ja erwähnt, wir haben ja nur 18 Monate bekommen, Schonfrist, nein, wir haben 18 Monate Bewährungsfrist bekommen. Und ich glaube, in der ersten Evaluierung haben wir uns ja dermaßen verstritten, nicht untereinander, aber mit den Gutachtern, dass wir ja dann rausgeschickt wurden von der DFG, jeder mal in sein Eck, um sich abzukühlen, weil es da auch schon absolute Sprachprobleme gab zwischen dem, was wir eigentlich gesagt haben, was man braucht, und dem, was die Gutachter meinten, dass wir brauchen. Das war das absolute Novum, ne? Dass man sich mit den Gutachtern streitet. Genau, wir haben uns richtig gezofft mit denen. Wie gesagt, die Konsequenz war ja letztendlich dann, dass wir diese 18 Monate Straffrist bekommen haben. Und erstmal nach Motto, das zeigt erstmal, dass es überhaupt funktioniert, was ihr da wollt. Wir haben es überlebt, die Gutachter auch. Und wir hatten dann tatsächlich, ich glaube, in der zweiten Evaluierung gab es ja wieder so eine Sache, wo dann die DFG irgendwann mal zu uns sagte, naja, ihr ringt um das beste Ergebnis und wir haben wirklich um das beste Ergebnis gerungen. Aber wir haben uns auch untereinander ganz schön gezopft. Ne? Ich kann jetzt sagen Nord-Süd-Gefälle, ne? Norden-Süden. Ja, ja. Es geht trotzdem. Bayerisch. Bayerischer, Norddeutsch, ja. Und es geht. Und das, was Anton sagt, möchte ich wirklich unterstreichen. Ich glaube, dass wir es jetzt geschafft haben, als einer der ersten Konsortien oder als ersten neuen Konsortien in NFDI zu kommen, ist auch dem geschuldet, dass wir wirklich diesen Vorlauf hatten und dass wir in der Lage waren, dort zu zeigen, dass wir wirklich zusammenarbeiten und nicht eine Beutegemeinschaft sind, sondern wirklich jemand oder eine Gruppe von Leuten sind, die gemeinsam etwas besser machen wollen, als es vielleicht bisher war. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ich gebe dir auch recht, wenn wir so die, wir sind ja in den Sprecherkreisen drin, so die anderen Konsortien anschauen, an meinen Stellen denke ich immer, jo. Die werden sich noch ein bisschen kabbeln, ne? Bis das wird. Und Ja, vielen Dank. In der Tat muss man, glaube ich, einiges investieren an Energie, um zu erklären, Jens. Ne? Das war wahrscheinlich von Anfang an auch so ein Thema. In das Erklären, was man tut und warum man das tut und in der Sprache, die verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen auch verstehen können. Ich übe das gerade, insofern ist das sehr hilfreich von dem, was schon da ist. Aber hast du so aus der Anfangsphase da noch Erinnerungen dran? Könnte ich mal konzeptionell zurückfragen, was ist bei dir denn die Anfangsphase? Weil ich glaube, von den ganzen Urgesteinen, Anton und ich und Birgit im Podium, waren am Anfang dabei. Was ist denn der Anfang? Genau, 2013, ne? Für 2013. Nee. Das ging schon, also 2008, 2007 mit irgendwelchen Arbeitstreffen und 2010 mit einer ortsverteilten Forschergruppe und also da gab es vieles. Stimmt, ich habe noch eine Vokabelliste aus der AG Biodiversitätsdaten von Birgit. Und dankensweise muss man wirklich sagen, ein Kristallationspunkt war jetzt auch die Ausschreibung zu dem Forschungszentrum Biodiversitätsforschung. Das hat so auch Rückenwind gezogen, weil es dann auch wirklich aus der Forschung dann auch die Ansage kam. Das war eine explizite Frage von der DFG. Braucht ihr das? Und dann
die Infrastrukturleute mussten sitzen bleiben, die Forschenden durften aufstehen und die wurden befragt. Und als die gesagt haben, ja, das brauchen wir, dann ist der Würfel gefallen und dann durften wir loslegen. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher ja in Verbundprojekten mit dem Datenmanagement gearbeitet. Ich habe also sehr viel, sagen wir mal so, Potenzial gesehen, wie auch Forschende ihre Arbeit noch effizienter, also schneller machen können. Deswegen, da habe ich so eine intrinsische Motivation rausgezogen und habe natürlich dann auch versucht, im GFBio die Diskussion dann immer im Kollegenkreis in diese Richtung, also auch als Mehrwert für die Forschenden zu lenken und was man also und auch so, was darf ich denn autorisiert denen sagen, aber auch so unter der Hand, so praktisches Forschungsdatenmanagement, da konnte ich ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Hm. Ja, also auch nah an der Praxis. Das klingt, also sind so zwei Punkte, die jetzt so angeklungen sind. Entschuldigung, Birgit? Haben wir ein Mikro für Birgit? Dankeschön. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, die DFG hat uns wirklich enorm unterstützt am Anfang. Es war die Entwicklung des iDIFFs, wo dann irgendwann raus klar war, das Forschungsdatenmanagement fliegt raus, es kann nicht innerhalb von iDIFF gelöst werden. Und dann hat die DFG nochmal Geld in die Hand genommen und neben iDIFF auch nochmal versucht, uns hier politisch oder einfach gesellschaftlich voranzutreiben. Also ein riesengroßes Dankeschön. Die Frau Schönwitz war damals die treibende Kraft und das war das wirklich stimmt. Eine Wahnsinnsleistung, ja. Die sie geschafft hat. Die hat jetzt eingepeitscht. Ne? Da möchte ich auch als Anekdote sagen, wir durften, egal wie wir es nennen, Biodiversität durfte im Namen nicht auftauchen. Ja. Also mit den Forschungszentren und anderen Biodiversitätsexploratorien und dem Forschungszentrum, das war schon so jetzt belegt, bei der DFG sagt sie, da sieht sie dann wirklich Probleme. Egal wie wir es nennen, nur Biodiversität bitte nicht im Namen. Aber das ist ja dann mit den biologischen Daten auch noch ausbaufähig. Genau. Ja. Ich finde das. Aber ganz da haben wir eine Diskussion, wo kommt ein Komma und wenn, wo steht das Komma? Also bis die Sprache bis hin zur Zeichensetzung. Ja, vielen Dank. Also wir haben so zwei Durchbrüche schon mal gehört. Einmal den, Entschuldigung. Ja, nur kurz, Biodiversität. Das lässt mich daran denken, dass GFBio ja verschiedene Wurzeln hat. Mhm. Die größte Wurzel, wie du gesagt hast, Richtung Biodiversitätsexploratorien und ökologischen Biodiversitätsforschung. Aber wir haben ja auch den sehr klassischen Bereich der taxonomischen Biodiversitätsforschung, die auch mit ins Boot geholt wurde in den Anfängen und die vorher Förderlinien hatte über das BMBF, GBIF und so weiter. Und man wollte gleich mehrere Gemeinden einsammeln mit dem GFBio. Und das hat uns eine gewisse Heterogenität zusätzlich beschert, muss man sagen, aber hat uns auch sehr große Chancen gegeben und hilft uns jetzt auch in NFDI for Biodiversity, nächste Szenen einzufangen unter dem Begriff Biodiversität. Ja, das stimmt. Also die Landesämter. Da kann ich noch dafür anführen, ja, also Anton, du hast es ja letztendlich auch gesagt, also es ist so ein gewisses Schalenmodell, ja, das heißt also, man kommt also aus so einer etwas spezialisierten Ecke raus da und dann wird man eigentlich immer generischer, das heißt also, die Anforderungen, die also so im Raum stehen, vielleicht für so eine sehr spezielle Community, die bricht man dann runter auf wirklich generische Anforderungen, die man dann aber auch gleichzeitig extrapolieren kann auf andere Communities. Mhm. Und ich glaube also, Frau Oliver, auch was du sagtest, dass wir so gut eben halt also mit NFDI for Bio dagestanden haben, dann letztlich mit unserem Antrag auch, also hat auch damit zu tun, dass wir auch die Belange der anderen Communities sehr gut erkannt haben und darauf Bezug genommen haben. Ich meine, dieser Research Data Commons, das es wird jetzt sozusagen als eine der wesentlichen Komponenten auch irgendwie gesehen, also in Richtung auf eine One-NFDI. Und diese Erfahrung, die wir also gewonnen haben über diese Jahre eben halt, also da steckt alles da drin, dass man so etwas eben halt also in dieser Form auch braucht. Und ich glaube eben halt, also damit haben wir auch ein gutes Ergebnis mit GFBio geschaffen. Ja.
Ja, da zeichnet sich so eine Serie von Durchbrüchen ab. Ne? Einmal zu der Entscheidung, dafür Fördergelder nochmal in die Hand zu nehmen. Ja. Das Ringen um das beste Projektkonzept. Dann habt ihr losgelegt und dann gab es ja noch weitere Durchbrüche, ja, die dazu geführt haben, zum Beispiel, dass aus diesen Datenarchiven oder von anderen Datenprovidern tatsächlich dann auch die Daten geflossen sind. Ja, das ist ja sozusagen auch wissenschaftsimmanent, also dass wir ja diese komplexen Anwendungen, wir wollen sie ja auch. Also sie liegen ja sozusagen auf der Hand, sie sind ja trivial. Wenn ich jetzt, was weiß ich, die Ausbreitung von Ebola, wenn ich das also irgendwie korreliere mit Erde und Umwelt, Temperaturen und sonst was irgendwie, das sind im Prinzip sind das alles triviale Anwendungen da. Nur wir können so etwas schlecht also machen, weil wir eben halt also aus der Perspektive einer Community eben halt nicht an die Daten der anderen Community so leicht rankommen. Das heißt, wenn wir hier komplexe Container schaffen für Daten, das ist sozusagen auch, also für die Wissenschaft ist das eben halt ein ganz wesentlicher Durchbruch. Mhm. Ja. Und wir können das auch sehen, also weltweit, also dass dieses Weg vom Data Shipping hin zum Function Shipping, da sind wir ja auch nicht die Einzigen, die jetzt also auf diese Idee gekommen sind, dass das also ein guter Move ist da. Also es gibt ja andere, die das also auch machen. Also die NASA habe ich jetzt gerade gesehen, war auch eingeladen zu irgendeiner Präsentation da, also die auch also ihre Services in die Cloud verlagern, ne? Ja, aus gutem Grund. Also die unterhalten ja diese Data Accumulation Centers da und einfach aus dem Grunde, damit diese Sachen einfach mal zusammenkommen. Genau, ja, damit es nicht stehen bleibt und da synoptisch nutzbar sind, genau, effizient nutzbar sind. Ne? Gab es noch andere Momente, wo ihr sagen würdet, da ist mal ein Knoten geplatzt und da war dann eine konkrete Lösung endlich möglich. Also ich möchte nochmal diesen Punkt aufnehmen, also von Dagmar mit den Metadaten eben halt. Also das war sicher einer dieser Punkte da. Also in dieses Extract, Transform, Load eben halt und auch eben halt in der Kombi mit Terminologiediensten. Ich glaube, das war auch also etwas, was... Ja, es gibt mittlerweile diese RDA-Gruppe, iAdopt, eben halt seit ein paar Jahren, die sich ja so um Syntaxmodelle für Mess- und Observationstypen kümmern und wo man eben mal halt Terminologien auch zur Anwendung bringen kann, aber auch eben KI und wo die Ausgangsgrößen immer die Metadaten sind. Und das heißt, diese Kombination sozusagen, was brauche ich eigentlich, also um hier also eine valide Anwendung zu bekommen, um so einen Integrationsprozess irgendwie also zu befördern, diese Anforderungen, die haben wir also in GFBio erkannt und das fand ich also, das ist ein wesentlicher Schritt schon nach vorne. Ich meine, NFT vorbei, oder haben wir jetzt also viele Use Cases und wenn man mit den vielen spricht und sieht eben halt also, was die spezifischen Anforderungen darauf sind, das ist sehr proprietär und sehr schwierig zu handeln auch, aber wir können das eben, wie gesagt, aufgrund unserer Erfahrung können wir also solche Dinge runterbrechen auf generische Dinge. Mhm. Und das, finde ich, also ist ein wirkliches Ergebnis gewesen. Mhm. Ja. Trotz der Schwierigkeiten mit ABCD. Ne? ABCD? ABCD, das muss man. Oder ABCDEF. Ja. Ja. Das müsst ihr nochmal erklären, ABCD. Sag mal vielleicht. Aber wollte ich jetzt eigentlich nicht. ABCD ist ein Metadaten kombiniert mit Datenstandard. Also an zwei Levels, der aus der Sammlungs- und Beobachtungsdatenszene kommt. Mhm. Ähnlich wie DarwinCore wird meist, also wenn man von der amerikanischen Sicht her, wird meist damit verglichen und ist sehr gut geeignet, um Beobachtungsdaten zu beschreiben und sie so zu adressieren, dass sie gleichzeitig von vielen internationalen und nationalen Portalen verarbeitet und lesbar sind und zum Beispiel von GBIF, der Global Information Facility, oder wie heißt GBIF? Global Facility. Biodiversity Information Facility. Das Biodiversity hätte ich beinahe vergessen. Darf jetzt ist aber wichtig, werden, ne? In diesem Kontext.
Und das ist ein Standard, den die Sammlungscommunity da sehr stark hineingebracht hat und den wir erstmal einer anderen Community erklären wollten. Aber das, das ist das eigentlich das, aber inzwischen ist das Verständnis auf allen Seiten für die Nützlichkeit gewachsen. Und ihr nutzt das als sozusagen den Schlüssel, damit die Daten in das gemeinsame Portal. Es ist ein Datenaustauschstandard und wir haben die Datenzentren, Datenarchive, Datenrepositorien, wie auch immer man sie nennt, in diesem GFBio-Netzwerk verpflichtet, alle diesen Standard, ihre Daten oder die Daten, die in den Inhouse-Systemen oder irgendwie da drin sind in diesen Datenrepositoren, auf ihren Servern in diesem Standard bereitzustellen, sodass GBIF sie abholen kann, GFBio-Netzwerk. Das heißt, die Einrichtungen haben einen Mehrwert dadurch, dass sie gleichzeitig mit ihren Datenpaketen mehrere Portale beliefern können. Das hat auch ein bisschen dazu tun, dass die Finanzierung dort in diesen Einrichtungen auch begrenzt ist. Ja. Auch haben wir ja auch gehört und dass man hofft, mit einem Metadatenstandard mehr zu bedienen zu können. Ein wichtiger Abnehmer dieser Daten ist auch das Visualization and Analysis Tool im GFBio-Wiki, was auch ein sehr großer Mehrwert dann auch für diese rückwirkend für diese Datenrepositorien sind. Ja. Dazu könntest du was sagen. Ja, vielleicht nicht so ausführlich. Vielleicht auch noch ein Punkt, ja, das wollte ich auch mal aufgreifen, weil am Anfang hieß es ja, bei unserem Teilprojekt mit der Visualisierung und Analyse, es gehört ja nicht so richtig dazu, wir machen Archivierung. Und das ist der Added Value Service, ne? So abqualifiziert, naja, okay, wir könnten auch ohne euch, aber ihr seid jetzt auch mal dabei, dann macht halt. Ne? Am Ende war es so, dass wir im Prinzip, wenn es darum ging, das Projekt vorzustellen und zu sagen, ja, was könnt ihr denn, was macht ihr denn? Ja, ihr zeigt doch mal, ihr könnt doch visualisieren. Wir sind praktisch das Schaufenster dann gewesen von GFBio nach außen so ein bisschen, was so ein bisschen cooler kam als im Prinzip so einen schnöden Metadatenstandard oder irgendwie eine Beschreibung, ein Dokument und sonst was. Das waren lebendige Daten auf einmal, man konnte mit denen was machen. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig in allen anderen NFDI, Projekten, dass man darauf achtet, dass man also nicht im Prinzip zu sehr nach innen geht, sondern auch nach außen und damit auch Benutzer fängt. Jens hat es ja zwar gesagt, also man bildet es, man baut ein System und dann kommen die Leute, aber man muss es richtig bauen und auch für solche Dinge auch Zeit aufwenden und Zeit einplanen und das als integralen Service sehen von einem Projekt, ne? Und nicht nur als, naja, ein Anhängsel. Na, ihr seid jetzt auch mal dabei, aber so richtig brauchen wir euch nicht. Das war am Anfang so schon, hatte ich das Gefühl. Und dann irgendwann mal hat es mal irgendwann mal einen Schalter umgelegt, als Leute von Senckenberg dann gesagt haben und uns so gehypt haben, dass das ja unheimlich gut angekommen ist bei Benutzern oder bei den Roadshows. Jens, habt ihr auch sehr positive Rückmeldungen da bekommen. Ne? Also noch ein schöner Aha-Moment. Ja, so also da war... Fand ich das sehr, sehr gut, natürlich. Ja, super. Ich würde auch gerne noch mal was hinzufügen, weil ich glaube, es ist wichtig zu sehen auch, dass diese Infrastrukturen, die man aufbaut und diese Datenbereitstellung nicht nur dafür da sind, Daten zu archivieren oder bestehende Forschung auch zu beschleunigen im Prinzip. Das ist ja auch mal so, ich glaube, Jens hatte das gesagt, dass man so ein Stück glücklicher wird, weil bestimmte Prozesse schneller gehen, sondern sie inspirieren einfach auch neue Forschungsfragen, die man überhaupt nicht vorhersehen konnte. Das kann man immer schlecht in Anträge schreiben, dass man Infrastrukturen baut für etwas, was man nicht vorhersehen kann. Aber letztendlich ist es so. Und wo wir das im Moment extrem sehen, ist in diesem ganzen Bereich KI und Dateninfrastrukturen. Als die Dateninfrastrukturen, wie sagen wir mal GBIF, als ganz erfolgreiches Flagship, Vorhaben der Community. Als die gebaut wurden, waren diese KI-Sachen nicht vorhersehbar. Das tauchte nirgendwo auf, vielleicht bei irgendwelchen Spinnern, die gesagt haben, man könnte doch vielleicht irgendwann mal.
Heute gibt es eine Welle von Projekten, die sich auf diese Daten stürzen, auswerten, versuchen aus Bildmaterial Merkmale von Organismen automatisch zu extrahieren, versuchen automatisch Duplikate in Daten zu finden und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache dieser Datenbereitstellung, dass sie so eine ganze Welle von Anwendungen erzeugen kann. Und ich glaube, das sehen wir auch gerade. Und das ist auch, finde ich, so ein zusätzlicher Motivationsfaktor für die Bereitstellung von Daten. Vielleicht auch auf politischer Ebene. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Die Welt ändert sich. Wir sehen das am Klima, wir sehen es an Biodiversität und Unternehmen werden zukünftig nicht nur ihren Finanzbericht abliefern, sondern die werden auch ihren CO2- und ihren Biodiversitätsbericht abliefern müssen. Ohne das wird ein Unternehmen in Zukunft, zumindest mal in Deutschland, denke ich mal, es wird die nächste Bundesregierung vielleicht auch forcieren. Und dazu brauchen wir Daten. Und NFDE ist ja der richtige, geht ja in die Richtung, ne? Dass wir uns öffnen, von der Forschung auch, Landesämter, die Citizen Science-Leute, was die an Daten uns liefern, auch nicht nur in der Forschung zu nutzen, sondern auch wieder im Prinzip in der Politik zur Verfügung zu stellen. Also Geobon ist ja auch ein Beispiel dafür, im Prinzip mit den entsprechenden Essential Biodiversity Variables. Ne? Das ist die Plattform dafür, dass Politiker dann irgendwo auch Entscheidungen treffen können und die im Prinzip auch nachvollziehbar sind. Ne? Wir müssen da hinarbeiten und dafür sind im Prinzip genau NFDI for Biodiversity ganz essentiell. Ne? Das wird ja, ein ganz Hub sein. Genau, da werden wir damit auch noch mehr von hören und die Infrastrukturen eben auch zusammengehen mit systematischen Erhebungen, damit da auch Lücken geschlossen werden. Da ist tatsächlich viel zu tun. Ich leite mal so ein bisschen über in die Schlussphase. Wir haben ja schon gehört, dass einiges geschafft wurde, was jetzt in den nächsten Jahren in NFDI for Biodiversity mit einem nochmal vergrößerten Partnernetzwerk, neuen Technologien, neuen Arbeitspaketen geschaffen werden soll. Und ich weiß, ihr habt einiges mir auch im Vorfeld gesagt, was ihr gerne noch in Angriff genommen hättet, zum Beispiel, was zum Teil auch jetzt in dem weiteren Projekt zur Sprache kommt. Ich wollte euch nochmal wirklich in der Runde, vielleicht angefangen mit Jens, bitten zu sagen, was gebt ihr dem Netzwerk jetzt, dem größeren 50-Partner-Netzwerk mit sicherlich nochmal 150 bis 200 Leuten in der Peripherie. Was gebt ihr denen mit auf den Weg jetzt zum Erfolg, hoffentlich? Das ist immer das Problem, wenn man das Work Package 1 leitet, dann kommt man immer aus der Kalten und muss sich, ich würde ganz ehrlich sagen, Gelassenheit. Also es kam jetzt zwischenzeitlich immer weiter durch, dass diese Akzeptanz und wenn die Leute damit arbeiten, auch unvorhergesehen mit irgendwas arbeiten und sie entwickeln zum Teil auch vielleicht verteilt, losgelöst von der NFDI, Tools, Ansätze und da eine gewisse Gelassenheit zu haben, die Community auch vorlaufen zu lassen, um dann aber vielleicht also auch mit der Einsicht von wegen, die kriegt man schon eingefangen. Weil gerade dieses Netzwerk kann dann diesen zusätzlichen Nutzen liefern, wo es dann halt auch in die Breite, in die größere Anwendung gehen kann. Also das Ohr auf der Schiene haben, was so passiert. Ja. Ja, vielen Dank. Michael. Ja, was soll man denen, also wenn ich jetzt so diese ganzen Jahre so zurückblicke, dann denke ich irgendwie, das, was also am besten immer funktioniert, ist die normative Kraft des Faktischen. Das heißt, die Dinge, die man in die Welt setzt und die, also genau wie Bernhard das sagt, also die man anfassen kann, wo man irgendwas mitmachen kann, ne, wie Anton sagt, also das so. Und auch eben wie Jens, also ja, Gelassenheit eben. Also man muss stetig eben seine Agenda irgendwie versuchen zu verfolgen. Und ne, man hat es jetzt gesehen, also bei NFDI for Bio über dem Antrag, 30% Kürzung oder so etwas, da kann man dann einfach nur sagen, ja gut, wir nehmen mal 30, aber wir haben diese 70%, hey, das ist, ne, das ist der Schritt nach vorne und alles andere kommt dann halt später. Das heißt, die Zeit spielt halt eine große Rolle und auch also das Vertrauen da drin, also dass man auf dem richtigen Weg ist. So, ne? Also ich habe es auch nochmal angedeutet, es ist auch eben für junge Leute, eben halt, also die jetzt so einsteigen, ist das immer eine gewisse Entscheidung da. Also wer jetzt, sagen wir mal, jetzt schon klassischen Datenmanagement, also dann also einsteigt, also der ist nach ein paar Jahren, ist der für die Wissenschaft im Prinzip verbrannt. Also der ist dann einfach out. Ne? Und das heißt also, sich
reinbegeben in so etwas da und dann auch das Vertrauen zu haben, hey, das wird auch was, weil es gibt schon eine gewisse Agenda, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also Vertrauen auch bei den eigenen Mitwirkenden. Ja, natürlich. Das ist. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt hast du mein Stichwort schon, also schon vorweggenommen, tatsächlich Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, was wir gezeigt haben, ist, dass wir es wieder einigen Stolpersteinen mit GF Bio einen Erfolg gezeigt haben und dass wir das auch im Prinzip in AFC Biodiversity fortsetzen können. Ich denke, wir haben eine sehr gute Strategie. Ich hoffe, sie wird noch besser durch unser Advisory Board. Und ich gucke da gerade mal in die Gegend, weil da müssen wir sicherlich nochmal überlegen, was ist die beste Strategie und dass wir dann auch das Vertrauen haben, dass wir diese einfach mit einer gewissen Sturheit durchsetzen. Auch gegenüber Fördergebern, weil wir wissen, die Politik ändert sich ständig und am 26. vermutlich durchaus. Und trotzdem müssen wir in diesen unruhigen Zeiten an vielen Stellen müssen wir sagen, das ist unsere Strategie, die werden wir verfolgen. Und ich glaube, das hat sich gezeigt, auch in GF Bio, dass wenn man das konsequent tut, am Schluss auch der Erfolg durchaus gegeben ist. Also Vertrauen in uns selbst. Danke. Das ist schwierig nach so einem schönen Schlusswort. Schlimm, ja. Cool. Ihr könnt es gerne also kurz halten. Aber es steht schon seit Ende. Ich würde hinzufügen, nicht wegducken, aufhören, Datenmanagement als zusätzliche Belastung zu sehen und auf die Chancen gucken. Das wäre so mein Statement. Ja, ich wollte vielleicht nochmal den gesellschaftlichen Aspekt, nochmal, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, nochmal erwähnen. Ne? Gelassenheit ja, aber hochmotiviert an den Dingen zu arbeiten, bevor es zu spät ist, das soll jedem bewusst sein. Bevor es zu spät ist. In dem Sinn, bevor es zu spät ist, wir müssen im Prinzip das irgendwie in den Griff bekommen und Daten sind eine essentielle Source. Ne? Wir sehen derzeit in der Krise, wie viel diskutiert wird über Daten und Interpretierbarkeit und sonst was. Das müssen wir im Prinzip, wenn die nächste Krise kommt, parat haben und, da, daran sollten wir arbeiten und unsere Leute einfach motivieren. Ne? Warum arbeite ich als Informatiker? Das wollte ich nochmal persönlich sagen, da drin, ne? Weil die Aufgabe natürlich, das ist ja nicht eine Informatik-Sache. Ne? Ja, verstehe sondern, es nie. Ne? Ja, Bernhard, das also vielleicht gleich in der Pause nochmal vertiefen. Genau. Okay, ich wollte nur gesagt haben, das ist natürlich auch ein Ding, das mich motiviert, ne? Über mein Fachgebiet hinaus. Mhm. Und da im Prinzip andere Leute noch darin zu begeistern, damit zu arbeiten, da reinzuziehen, ne? Noch mehr von meiner Community. Das wäre natürlich eine super Sache und noch mehr von den Leuten aus anderen Gebieten. Ne? Ja. Ja, dann nur noch ein kurzer Satz. nicht nur von der Informatik, sondern das ganze Datenhandling sollten wir auch als Wissenschaft betrachten, als Datenwissenschaft. Und dort neugierig bleiben und dort unsere persönliche Expertise täglich erweitern. Das ist so ein spannendes Feld. Und sollte nicht als Hilfsdienst für die Wissenschaft, sondern als was Eigenständiges aufgefasst werden. Damit können wir auch die jungen Leute motivieren. Ja. Also der Bereich Data Science, Datenwissenschaft, unabhängig von der Informatik auf der einen Seite und von der biologischen Wissen, nicht unabhängig, aber eigenständig. Ja, und das eröffnet auch neue Berufswege und das kann sehr spannend sein. Also ich gehe den auch mit Freude und danke euch für die schöne Unterhaltung. Das hat mir viel Freude gemacht. Alle Anwesenden und hier drin im Raum und in der virtuellen Welt noch ganz herzlich einladen in die Poster-Session, wo man die einzelnen Themen, die wir hier angesprochen haben und auch die konkreten Produkte aus dem Projekt sich noch genauer anschauen kann. Vielen Dank. Danke, Barbara. Genau.